man von dem Motiv her sicher immer drin. Eine digitale Schnitzeljagd unter dem Olympiaturm. Der Olympiapark München ist nun deutschlandweiter Vorreiter beim Einsatz der innovativen Augmented Reality Technologie. Rätselfüchse, aufgepasst. Hier kann man mit dem Handy oder Tablet ab sofort das Reality-Rätsel Summerland spielen und vor allem auflösen, wenn man es schafft. Zunächst muss der Besucher die 8 Marker auf dem Gelände finden. Also er lädt unsere App runter, die ist kostenlos. Dann hat er oben gleich einen Marker, der aufs Summerland hinweist. Dann geht er im Park spazieren, sucht die Marker. Die sind aber auch auf einer Karte auf der App verzeichnet. Das heißt, sie müssten leicht zu finden sein. Dann hält er das Handy hin und schon geht also so eine Maske auf, die dann das Symbol scannt. Und dann springt dieses Symbol auf und er taucht in eine andere Welt, in eine Fantasy-Welt ein. Aber der Kick in dem Ganzen ist natürlich zum einen die Augmented Reality-Ansicht. Also dieser Blick ist einfach halt Wahnsinn. Und die Rätsel an sich haben halt auch eine schöne Geschichte, die sie erzählen. Und sind einfach halt auch sehr anspruchsvoll. Also es ist sowohl was für Jung wie auch für Alt, einfach halt diese Rätsel in der Gänze halt einmal komplett durchzuspielen. Die Geschichte handelt von einer fantastischen Wirklichkeit, die sich hinter der Illusion unserer Alltagswelt verbirgt. Basierend auf einem Buch der Zukunft. Summerland ist der Name des Romans, der nächstes Jahr erscheinen wird. Das ist der Name dieser Fantasiewelt, die hinter den Symbolen freigegeben wird. Und dort gibt es einiges Spannendes zu entdecken. Wer ist der Autor? Das kann ich Ihnen leider nicht verraten. Das werden wir mit der Veröffentlichung des Buches im nächsten Jahr bekannt geben. Es bleibt also spannend. Genauso wie das kostenfreie Rätsel, für das man sich rund 3 Stunden Zeit nehmen sollte, um es zu knacken.